So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise das ist der zweite Community Raid heute. Erst hatten wir Latios, das Blaue, jetzt haben wir Latias, das Rote. Ich hätte zwar O für Rot genommen und A für Blau, aber keine Ahnung, wie das zusammenhängt, männlich, weiblich, sonst was. Ich stelle euch jetzt mal fix hier drauf. Erstmal will ich euch die Arena zeigen im Spiel. Hier sitzt jetzt also das Latias an der Arena, an der gelben Arena, und das Latias ist Rot. Shiny ist also dann orange. Wisst ihr ja Bescheid. Ich zeige euch kurz die Leute, die wir einladen. Da habe ich natürlich wieder einen Post gemacht. Aber ihr denkt jetzt bestimmt, das ist dasselbe wie vorhin. Nein, 11.45 Uhr Latias, Latios. Da wusste man ja nicht, was es ist. Und jetzt 12.40 Uhr, genau eine Stunde später, Latias. Und wenn wir dann wieder auf die Kommentare gehen und nach Neueste zuerst sortieren, haben wir hier natürlich Cooly Dieter, wir haben Pierre Ernst, wir haben GHI oder wie auch immer, wir haben Kevin, wir haben Fänger Fabian, wir haben Paula und Jonas, wir haben Schnitzelmann, wir haben Checker Leonard und wir haben Strubuyan. Der Rest ist leider nicht dabei. Budril, Buddel 123 und so weiter. Hey, ist die FA raus? Wenn KA, habe aber ein paar gelöscht. Nicht, dass du dabei warst. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer Jan Rannefeld ist. Kannst du bitte nochmal schicken? Hä? Jetzt muss ich nochmal runtergucken. Jan? Ah! Jan Rannefeld! Strupujan! Wie? Er trägt sich ein und löscht mich einfach. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Jetzt wollte ich euch aber was anderes zeigen. Na, wo lege ich denn das hin? In den Schnee am besten. In den Schnee gelegt, denn hier, ich habe es euch ja versprochen, ich war beim Dönerlutz und habe mir hier lecker zwei Chili Cheese Burger geholt. Mann, ist das wieder laut hier. Wenn man die jetzt mal auspackt und euch mal zeigt, wie die ungefähr aussehen, ja, dann sieht das so aus. Richtig genial, oder? Guckt euch das an. Da standen auch noch andere. Ich so, ein Chili-Cheeseburger und die plötzlich, oh, sowas will ich auch. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Ist ein Chili-Cheese, deshalb auch also mit Käse. Da ist auch immer schön, da sind Gurken drauf, Tomaten, Zwiebeln, Salat, richtig fett, alles wunderbar. Also so einen leckeren Burger habt ihr nicht gesehen. Wenn ihr also mal in Hibus seid, geht unbedingt mal zum Dönerlutz. Guckt euch mal an, was der für leckere Burger macht. Nicht umsonst war ich jedes Mal mit dem Ismo dort. Ich fange jetzt noch was zum Übergang hier. Dann gucke ich mal, ob dieser Jan mich gelöscht hat. Oder den Account, der ihn einladen soll. Er hätte ja erstmal annehmen müssen, um dann wieder zu löschen. Die meisten vergessen sogar anzunehmen. Er nimmt an und löscht wieder oder auch nicht. In 10 Minuten geht der Raid dann los. 12.40 Uhr, so lange kann ich noch in Ruhe essen. Wir nehmen jetzt hier das Floink noch mit. Melden uns gleich im Auto, aus dem Auto, ich weiß es nicht. Vielleicht lege ich es auch wieder da vorne drauf. So, der Chili Burger ist gegessen, der Mund war rot, ne? War natürlich jetzt schon kalt, ich musste den jetzt erst durch die Gegend zerren, mit dir hernehmen. Es ist so auch saukalt, also das nächste Mal direkt in den Mund essen. Wunderbar. Jetzt stehen wir hier, wir haben wieder alles ausgebreitet. Ich musste zwischendurch auch nochmal heim, weil das Handy leer war, der Akku war leer. Jetzt muss ich noch die Powerbank holen, das Auto sieht aus. Jetzt stehen wir aber hier an der Arena. Wir können auf die Arena drauf gehen. Wir können euch hier irgendwo hinstellen. Ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht so wieder mal. Ich stand vorhin zu weit im Bild, glaube ich. Ich muss weiter auf die eine Seite. Jetzt drückt man mal hier alles an. Werfen dann den Pass rein. Ich habe gesehen, ich habe vorhin sogar einmal den falschen Account drauf gehabt. Und dann müssen wir natürlich noch die Leute einladen. Also alles reingeschmissen. Die zwei iPhones genommen. Den Kollegen habe ich auch nochmal neu geedit. Der hat auch jetzt angenommen. Ich habe ihm auch einen Punkt gegeben. Also ich habe ihn mit einem Punkt markiert, dass ich ihn wiederfinde. Jetzt habe ich den Pierre Ernst vergessen. Moment, nochmal rein. Jetzt hat der Pierre Ernst auf jeden Fall auch eine Einladung. Und was ich vergessen habe, was wir aber jetzt noch machen können,
Wie sieht das denn aus jetzt hier? Junge, 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 Junge. So, was wir doch machen können, die ganze Hand ist voll gesüfft. Wir können ganz fix nochmal auf YouTube, ganz fix nochmal in den Community-Tab. Und dann können wir uns nochmal angucken, das Rode 2006 wäre das 100er. Ihr seht Drachen, 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 Drachen. Also im Prinzip, ihr könnt für beide genau das gleiche nehmen. Nehmt einfach Drachen, soweit das Auge reicht. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Also das sieht gut aus, ja, aber irgendwie steht das jetzt niedriger als vorhin oder sonst wie oder ich weiß es nicht. Irgendwas sieht anders aus. Vielleicht soll ich euch weiter wegstellen. Na? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, vorhin hat man die Beine gesehen. Ich glaube, ich war zu nah dran, deswegen. Also stelle ich euch einfach ein Stück weiter weg. 15 Leute sind wir, 16 Leute sind wir. Das heißt, es müssten theoretisch alle drin sein. Kevin, Jonas, Kurli, Paula, Fänger, Fabian, Schnitzelmann, ich, GH, Strubian, Checker, Leonard, Pierre Ernst. Gucken wir uns mal Pierre seine Statistiken an. 402 gewonnene Kämpfe, 5000 Pokémon, 1600 Kilometer. Das ist aber schön. Habt ihr euch den Wert gemerkt? 2006, glaube ich, genau. Ja, 2006 müsste es sein. Wir hauen wieder drauf. Diesmal haben wir die richtigen Accounts. Ich mache nämlich eigentlich immer eine schöne gelbe Runde. Ich habe vorhin aber auf dem einen Handy, das habe ich gar nicht bemerkt, war irgendwie noch ein roter Account drauf. Jetzt habe ich natürlich die Interaktion mit dem nicht gehabt, mit dem gelben. Muss den jetzt also spielen. Und wenn ihr das Video davor gesehen habt, wir wollten euch ja jetzt nicht nur die Chili Burger zeigen, wir wollten euch ja zeitgleich auch noch dann den Lucky Trade zeigen. Wäre natürlich super, wenn ich schon Level 48 wäre und das schon zu den 50 Glücks-Pokémon dazu zählen würde. Ist leider nicht so. Trotzdem ist ab 10 Uhr ja die Chance auf Glücksfreunde und auf Glücks-Pokémon erhöht. Das heißt, wenn ihr normal tauscht, müsstet ihr mehr Glücks-Pokémon bekommen als sonst. Und wenn ihr interagiert mit euren besten Freunden, müssen da jetzt auch mehr Glücksfreunde bei rumkommen als normal. Alter, was ist denn hier los? Da suchst du dir immer die letzten Ecken raus, um zu raiden. Ich meine, ich habe es mir nicht rausgesucht. Das war ja das, weil es als nächstes aufgegangen ist. Die Erde steht still. Das wäre so toll. Und wir sind nur 15. Irgendjemand scheint natürlich wieder bei Go rausgeflogen zu sein. Und entweder wissen die Leute immer noch nicht, dass wenn ihr rausfliegt, ihr trotzdem einfach draufgehen sollt, dass ihr wieder reinkommt oder so. Ich weiß es nicht. Irgendjemand war auf jeden Fall nicht da. Zwar in der Lobby, aber jetzt nicht im Kampf. Kann ich mir dann später mal anhören, wo das Problem war. Hier haben wir 1950, 1964, 61, 64, 2001. Das müsste ein 98er sein. Was ist das hier ungefähr? 2001, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wir laufen aber wieder hier rüber durch den Schnee und wollen mal kurz das Teil fangen, ja. So. Hinter mir ist dieser komische Turm, der ist auch mittlerweile in der Arena sozusagen. Ist auf jeden Fall kein Shiny. 1971 ist okay. Geht natürlich besser und er müsste sich eigentlich genauso fangen lassen wie das andere. Das heißt, der geht bei hoch, der geht bei runter, der geht aber nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der bleibt einfach immer da, wo er ist. Ihr werft einen Ball drauf, habt großartig. Könnt ihr natürlich noch kleiner machen, dass ihr einfach fabelhaft trefft. Am besten werft ihr halt, wenn der unten ist. Müsst ihr euch den Finger auch nicht ausrenken. Ja, er fliegt hoch. Kennen wir ja. Wenigstens geht er nicht hin und her. Die Attacke sieht man eigentlich auch eindeutig, wenn der angreift. Jetzt hängen wir überall diese Paprikastücken und dieses Chili-Zeug zwischen den Zehen. Hat man auf jeden Fall für später auch noch was. Gleich habe ich Freiheit, gleich sind alle weg. Jetzt, wo das Video aus ist, kehrt Ruhe ein. Jetzt ist er unten, jetzt können wir draufwerfen.
Jetzt haben wir daneben geworfen, aber eigentlich bin ich schon wieder dumm, weil ich habe ja gesehen, wenn ich treffe, dass es nur großartig ist. Also hätte ich den Kreis ja sowieso von Haus aus noch ein bisschen kleiner stellen können. Wir lassen den aber jetzt mal so, versuchen erstmal die Distanz zu ertasten, damit ihr wisst, wie weit müsst ihr denn werfen, ja? Wie viel Power muss da drin sein? So, das war wieder zu lasch, das war zu kurz. Ist halt so, ne? Ich sehe jetzt schon die Leute, wie sie sich beschweren, wie doof das Ding sich fangen lässt. Und ich gebe euch recht, ich mache den Kreis noch ein bisschen kleiner. Weil ich jetzt schon nicht treffe, mache ich ihn einfach kleiner und hau einfach nochmal drauf. In der Hoffnung auf einfach fabelhaft. Obwohl, wenn ihr natürlich einfach fabelhaft versucht und 10-mal nicht einfach fabelhaft trefft, wäre es sinnvoller, ihr hättet einfach versucht, großartig zu werfen. Denn wenn ihr 10-mal großartig werft, ist es immer noch besser als kein einziges Mal einfach fabelhaft. Das war einfach fabelhaft. Der Kreis passt also jetzt. Jetzt muss er nur noch drin bleiben, beziehungsweise müssen wir uns jetzt einfach mal darauf konzentrieren, wirklich zu werfen, wenn er unten ist, mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Power. Ne, der war wieder oben. Alter, mir schmiert sich alles zusammen im Mund. Da war so viel Samba Oleg drauf, wenn ihr das kennt. Sambal. Samba ölig. Warten, bis er unten ist. Und jetzt? Nix. Naja, warten wir halt nochmal, bis er wieder runterkommt. Könnte man auch ein Minispiel draus machen. Zwei stehen am Raid, wollen natürlich das Pokémon fangen. Macht eine Challenge draus. Immer wenn man daneben trifft, muss man einen Löffel Tabasco essen. Keinen kurzen trinken, einfach einen Löffel Tabasco essen. Und wer trifft, der muss nicht. Bis der eine am Boden liegt und gar nicht mehr werfen kann. So, jetzt hat er zwar angegriffen, aber ihr seht, wir haben schon wieder drüber geworfen. Haben immer noch 13 Bälle übrig. Jetzt haben wir drunter geworfen. Einmal drüber, einmal drunter. Jetzt fährt auch der Bus weg. Ich sag doch, die lassen mich hier einfach alle alleine. Vielleicht wäre es trotzdem schlauer, auf großartig zu gehen, dass man überhaupt trifft. Mach doch was! Je länger man hier steht, desto kälter werden natürlich auch die Fingerspitzen und das bitzelt schon wieder so dermaßen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, raidet von zu Hause. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch einladen. Macht Fernraids irgendwas. Oder wenn ihr mit dem Neoprenanzug an der Arena steht, ist das auch eine Möglichkeit. Oder wenn ihr im Auto mit 20 Mann ankommt und euch gegenseitig aufheizt, ist das auch eine Möglichkeit. Aber momentan muss man sagen, sind die Temperaturen wieder sehr niedrig. Also das brennt sich auf jeden Fall ein. Das müsste besser sein als das andere vorhin. 1971. Und jetzt will ich mal kurz gucken, welches hier jetzt der Glücksfreund war. Glücks? Haben wir den Ivar Mild noch da? Ich gehe schon mal auf Tauschen und hol mal das Handy. Mild ist natürlich ausgerechnet der am Ladekabel hängt. Aber das kriegen wir schon hin. Gehen wir mal hier drauf. Vor allem ist Ivar Mild vorhin mit Ivar Schaf Glücksfreund geworden. Und jetzt durch diesen Raid mit Ivar Kids Glücksfreund geworden. Also man merkt auf jeden Fall die erhöhte Glücksrate. Wir suchen uns jetzt aber hier mal ein leckeres Mewtwo raus. In Vorbereitung jetzt, wenn Mewtwo kommt. Ich möchte ja unbedingt ein 100%. Legendär nach
Nummer sortiert. Jetzt müssen wir mal schauen, was das älteste dann ist. Beziehungsweise nicht das älteste. Wir nehmen das schwächste, aber das hat Flammenwurf. Wäre ich doch nach Alter gegangen, dann hätte ich schon direkt eins gefunden das hat Fokusstoß. Leck mich am Eimer. Wir gehen mal trotzdem nach Funddatum und schauen mal hier von unten an, ob da irgendwo ein Mewtwo dabei ist. Hier ist ein 82er. Vom 20.10.2017. Das hat natürlich Spukball. So müsstet ihr keine Lade-TM dafür ausgeben. Wir können hier das... Wir nehmen das Blaue. Ach, das Blaue ist eigentlich auch Schrott. Wir nehmen einfach auch Mewtwo. Machen es mal so. Beim Mewtwo fangen wir jetzt wieder. Die machen wir aber nach WP sortiert. Nehmen einfach mal das Schlechteste, was wir hier noch da haben. Das ist ein 93er mit 15 Angriff, ja. Das hat 23,72 und könnte 23,87er reichen. Aber egal, das würde ich eh nicht pushen. Das heißt, wir schmeißen das mal weg. Hat auch nur Psychokinese. Wenn das jetzt hier schlechter wird, egal. Ist wenigstens günstig zum Hochpushen. Wir kriegen eins mit Spukball, wo wir dann auch noch Psychostoß drauf machen können. Jetzt aber gucken. Das gucken wir uns noch nicht an. Wir gucken uns das an. 23,60. Ist also auf jeden Fall schlechter geworden. Von 72 auf 60 hat aber jetzt 13, 15, und das andere hat, ja, ist noch schlechter, 23, 52, aber Spukball mit 14, 13, 12 würde ich trotzdem aber weghauen, weil ist mir einfach zu schlecht. Dann nehme ich lieber noch eine TM mit oder irgendwas. Habe jetzt auch noch ein XL Sonderbonbon bekommen. Pack den ganzen Schmodder jetzt hier auch fort. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wart ihr dabei? Habt ihr den Community Raid mitgemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr schon ein Latios heute gemacht? Habt ihr ein Latias gemacht? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt's mal rein. Ich muss jetzt das ganze Zeug da noch mitnehmen. Liegt alles da noch rum im Fangbildschirm. Mal gucken, vielleicht fange ich was. Vielleicht fange ich wieder was, was neben der Arena sitzt. Mal gucken, was noch so geht mit Glücksfreunden, Glückstrades. Eigentlich brauche ich die Woche gar nicht tauschen. Nächste Woche muss ich tauschen, wenn ich da meine 50 Glücks-Pokémon brauche. es ist so doof einfach nur. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.